Polizeikommissar Dimitar Ristov steht vor einem ungelösten Fall. Eine junge Frau ist seit Wochen verschollen. Weil die Untersuchungen feststecken, setzt der Kommissar auf magische Hilfe. Nicht zum ersten Mal übernehmen die Wahrsagerinnen Elka und Anka die Ermittlungen. Dafür brauchen sie keine Akte und keinen Computer. Alle Einzelheiten des Falles fließen direkt aus dem Kopf des Kommissars in Zauberwachs. Die Wachsformen sollen sichere Hinweise über den Verbleib der verschollenen Frau geben. Alles klar, sie hatte Streit mit den Eltern und wird bald wieder auftauchen. Sehr viel mehr bekümmert Elka das Wohl des Kommissars. In seinen Händen steht es geschrieben, er ist überarbeitet, abgespannt und macht sich zu viele Sorgen. Das ist die genaueste Wissenschaft. Sie ist uralt. Alle anderen Wissenschaften stammen von ihr ab. Wir, die sie noch betreiben können, werden von Politikern und Kirche unterdrückt, weil sie das Volk in Finsternis halten wollen. Wir werden aber nie aufgeben. Der Kommissar ist reif für eine eingehende Untersuchung mit dem Zauberpendel. Hier sieht es auch nicht gut aus. Die Leber ist krank, die Knie kaputt. Dort, wo das Pendel anfängt, sich verstärkt zu drehen, gibt es Probleme. Dort ist das Gleichgewicht gestört. Es gibt Veränderungen im Körper. Das ist eine 100% sichere Methode. Was seinen Fall betrifft, ist der Kommissar noch nicht zu 100% überzeugt. In der Vergangenheit lagen die beiden Wahrsagerinnen auch schon mal falsch. Ich glaube ja an diese Methoden, aber nicht jede Hellseherin hat die gleichen Gaben. Körperlich fühle ich mich schon viel besser. Es kribbelt überall, wo das Pendel war. Nach der Lösung in meinem Fall werde ich aber wohl noch weitersuchen müssen. Dabei soll ihm Jaki Michailov helfen, der Star unter den Hellsehern und Wunderheilern rund um die Stadt Russe. Aus ganz Bulgarien pilgern die Menschen zu ihm. Gerade muss er sich um einen akuten Fall von Liebeskummer kümmern. Eine Behandlung bei Jaki ist nicht billig. Für den Kommissar ist die Hilfe aber kostenlos. Die beiden sind alte Bekannte. Jakim gilt als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizei, die ihn regelmäßig um seinen Rat bittet. Die Frau, die du suchst, wurde von ihrem Bruder ermordet, zerstückelt und in einem Rucksack in die Donau geworfen. Deine Hinweise, Jakim, waren im letzten Jahr auch richtig. Du hast uns unter Hypnose das Autokennzeichen und andere Details von einem Rumänen gegeben, der eine Kellnerin hier in Russe getötet hat. Dass Polizisten mehr auf Hokuspokus vertrauen als auf seriöse Ermittlungsarbeit, das ist für die Psychologin Julia Doncheva keine große Überraschung. Sie beobachtet seit dem Ende des Kommunismus einen Boom der Magier, Hellseher und Wunderheiler in Bulgarien. Dutzende von Zeitungen berichten regelmäßig über die Kräfte des Übernatürlichen. Die meisten Bulgaren haben nach der Wende noch nicht gelernt, wie man eigenständig mit einem Problem oder einem Konflikt umgehen muss. Besonders jetzt in der Zeit der Krise, wo viele ihre Arbeit verloren haben und verzweifelt sind, suchen die Menschen nach einem Wunder. Zum Psychologen zu gehen gilt als Schande, die Wunderheiler aber sind akzeptiert. Der Polizeikommissar will jetzt endgültig Gewissheit haben. Eine Spezialistin muss ran. Die Wahrsagerin Mitka hat die Gabe, mit den Toten zu kommunizieren. Sie soll herausfinden, ob die verschwundene Frau tatsächlich tot ist. Der Fall wird geschildert. Mitka ist sich nicht ganz sicher. Sie braucht Unterstützung. Sie muss noch Kolleginnen zu Hilfe rufen. Ein Anruf unterbricht die Besprechung. Ein Kunde möchte seine Blutdruckbeschwerden per Telefon geheilt haben. Kein Problem für Mitka. Diagnose und Therapie per Telefon gehören auch zu ihrem Repertoire. Und dann wird es ernst. Die Mitglieder des Vereins Galactica machen sich an die Arbeit. Elka, Anka und Mitka beschwören die Geister, befragen die Toten, um der Polizei endlich einen Erfolg zu bescheren.